wollte euch heute ein bisschen aus dem Buch lesen, was ich geschrieben habe, über Sauerkraut. Und vorher kurz was dazu sagen, wie das entstanden ist. Wir haben Anfang 2008 angefangen mit Gesprächen. Und dann ist das Buch so über 6 Jahre ungefähr hat sich das entwickelt, ist entstanden. Wir haben immer wieder Gespräche gemacht. Ich habe ihm den neuen Text dann vorgelesen. Er hat es korrigiert, wenn er nicht eingeschlafen ist beim Zuhören. Und so ist das Buch entstanden. Gibt es vorab irgendeine Frage? Vielleicht? Sonst wird dann zu lesen. Also alle kennen, glaube ich, Sauerkraut. Wahrscheinlich. Ich mache das jetzt nicht so oft. Ich bin hier der totale Anfänger. Ich fange einfach mal mit der Einleitung an. Ich denke, wir fangen am Anfang an, hörte ich mich sagen, als wir im Januar 2008 das erste Mal zusammensaßen und den Sommerpaar mir aus seinem Leben erzählt. Es war der Anfang unserer Gespräche für seine Biografie, nicht aber unsere erste Begegnung, die lag zu diesem Zeitpunkt schon viele Jahre, wenn nicht gar Jahrhunderte zurück. Eine kleine Wohnung, wo wir uns an diesem Nachmittag trafen, und einer jener vorübergehenden Aufenthaltsorte, wo er sich nur provisorisch einrichtete, wenn er auf Selbstanreisen war. Als ich den Raum betrat, fiel mir als erstes ein großes Bild von Ramana Maharshi auf, das in einer Ecke an die Wand gelehnt stand und von dort in den Raum hinein zu strahlen schien. Es erinnerte an jene Sonnen, die Kinder so oft in den oberen Ecken ihrer Bilder malen, nur dass diese Sonne hier aus einer unteren Ecke herausstrahlt. Ich sagte also, ich wollte am Anfang anfangen und meinte damit seine Kindheit. Und er sagte, natürlich, was möchtest du wissen? Einige Monate später dann, als ich mehr aus seinem Leben erfahren hatte, schien es, als habe es mehrere Zeitpunkte gegeben, die man durchaus als Anfänger bezeichnen konnte, schien es, als sei seine physische Geburt nur eine von vielen. Sommerpalen, also das erste Kapitel heißt das Winterhaus, weil es hat zwei Häuser gegeben, wo der aufgewachsen ist. Das ist einmal das Winterhaus in San Francisco und einmal das Sommerhaus, das ist etwa eine Stunde südlich von San Francisco auf dem Land. Sommerpalen wurde am frühen Morgen des 27. August im Jahre 1941 in San Francisco geboren. Die Sonne stand bereits seit einigen Tagen im Sternzeichen Jungfrau und der Aszendent Löwe stieg am östlichen Horizont auf, als er um 5.18 Uhr das Licht der Welt erblickte. Was er sah, waren die hellen Lichter eines Kreissaales und die neugierigen Augen eines Arztes, der, wie sich später herausstellte, sein eigener Vater war. Andere lächelnde Gesichter schienen von großen weißen Gebilden umgeben zu sein. Benediktinische Nonnenhüte, wie sich auch später herausstellte. Einzig die Augen seiner Mutter schienen etwas besorgt zu fragen, ob auch wirklich alles in Ordnung mit ihm ist. Draußen in den Straßen von San Francisco war es noch dunkel und weiter draußen im Universum stand der Mond im Skorpion. Sommerpalen war das sechste Kind seiner Eltern und wenn eine katholische Familie erst einmal 6 Kinder hatte, standen die Chancen nicht schlecht, dass noch weitere hinzukamen. Seine Mutter hieß Julia und sein Vater John. Julia und John Golden. Julia,
dieser Name enthält einen schönen Aspekt, also Quatsch, golden, dieser Name enthält einen schönen Aspekt des Sonnenlichts und einen schönen Aspekt der Erde, nämlich den ihres edelsten Metalls. Samarpans Name war also golden. Ein schöner Name soweit, nur sein Vorname klang für seinen Geschmack zumindest nicht ganz so vollendet. Man taufte ihn James Joseph. Und so wie manche Menschen ganz sicher sind, mit dem falschen Geschlecht geboren zu sein, so fühlte sich Samarpan mit diesem Namen. Er schien nicht zu ihm zu passen, schien eher fremd, ja, der Name eines anderen zu sein, nicht aber sein eigener. Seine Eltern und Geschwister riefen ihn von daher auch Jim oder Jimmy. Niemand sagte jemals James Joseph zu ihm. Doch das änderte kaum etwas an seiner Misere, ob Jim oder James Joseph. Das Gefühl, keine Beziehung zu seinem Namen zu haben, sollte sich nicht so schnell auflösen. Als Samarpan auf die Welt kam, gab es schon 5 Geschwister im Hause Golden und es sollten noch 2 weitere hinzukommen. Eine 10-köpfige Familie also und eine zutiefst katholische, wenngleich der Name Golden durchaus jüdisch klingt. Eine jüdische Familie, eine jüdische Abstammung gibt es jedoch nicht, so viel man weiß. Vielmehr führt die Geschichte ihres Namens nach Irland, ins extrem katholische Irland zurück. Golden ist ein ganz normaler irischer Familienname. Das Leben im Winterhaus ist für Samarpan nicht immer leicht gewesen. Ja, er bezeichnet es sogar als eine schwierige, schmerzhafte Zeit. Oft sehnte er sich danach, allein zu sein, fand hierfür aber keinen Raum. Das Haus war zwar groß, hatte 2 Etagen und viele Räume, aber die Familie war auch groß und er konnte sich nirgendwo zurückziehen, ohne angesprochen oder gestört zu werden. Samarpan hatte kein eigenes Zimmer. Das Verhältnis zu den anderen Geschwistern war oberflächlich. Dennoch mochte er seine Brüder und Schwestern, ja, er bewunderte sie sogar. Nur das, was ihn wirklich beschäftigte, konnte er nicht mit ihnen teilen. Samarpan sagte, meine engsten Familienmitglieder schienen eher gute Bekannte, nicht aber Freunde zu sein. So wundert es auch nicht, wenn sein Bedürfnis, ungestört zu sein, von den anderen missverstanden wurde. Sie hielten seine tatenlose Anwesenheit für Langeweile und deshalb für eine Einladung, ihn anzusprechen, ihm eine Beschäftigung aufzudrängen oder ihn zum Spielen zu motivieren. Introvertiert und scheu wie er war, sehnte er sich jedoch danach, genauso sein zu dürfen, langsam und sehr empfindsam. Schon als kleiner Junge wünschte er sich Stille und eine gewisse Geborgenheit. Dabei suchte er etwas, von dem er gar nicht so genau wusste, was es eigentlich war. Nur ein unbestimmtes Seinsgefühl war es, das er wahrnahm und dem er auf kindliche Weise nachspürte. Samarpan sagte, wenn ich wirklich ungestört sein wollte, zog ich mich in den Keller zurück, obwohl es mir dort eigentlich zu kalt war. Im Souterrain des Hauses fand er jene geschützte Abgeschiedenheit, die er suchte. Niemand vermutete ihn da, niemand fragte ihn, ob er nicht vielleicht den Müll hinaustragen könnte. Dort unten im Spiel- und Hobbyraum hatte er ein kleines Gebetsbänkchen stehen. Darauf kniete er oft und betete Rosenkränze. Nicht selten betete er auch für seine Mutter. Er ist dann, als sein Vater gestorben ist, nachdem sein Vater gestorben ist, auf den Priester, also in eine Priesterschule gegangen. Die hat er aber nach 3 Jahren abgebrochen. Die ging eigentlich 4 Jahre, beziehungsweise die ging dann auch weiter. Aber den ersten Teil der Priesterschule hat er nach 3 Jahren abgebrochen. Und ich lese jetzt gerade was,
weil ich hier so mehr in dem Rahmen so seine spirituelle Entwicklung mehr so hervorhebe und nicht so seine ganzen beruflichen Dinge, die so zwischendurch auch kommen. Was er so in der Priesterschule erlebt hat. Oder beziehungsweise was ihn vor allen Dingen beeindruckt, damit man auch so versteht, wie Samapan so geworden ist, wie er jetzt ist. Das Lesen der Bibel und das Studieren religiöser Texte gehörte zum täglichen Stundenplan der Priesterschule, ebenso wie Mathematik, Geografie, Griechisch und Latein, die Fächer und Inhalte eines ganz normalen Gymnasiums. Auf alle Fragen, die er sich zu dieser Zeit stellte, gab es in der Priesterschule eine Antwort und das fand er durchaus beruhigend. Als er in unseren Gesprächen auf dieses Thema zurückblickte, lächelte er und sagte, heute weiß ich, dass es nicht darum geht, etwas zu wissen. Nichts zu wissen, ist der Wahrheit am nächsten. Von allem, was er in der damaligen Zeit lernte, mochte er eines ganz besonders, das Beten des Rosenkranzes. Schon als Kind hatte er die Gebete des Rosenkranzes auswendig gelernt, wenn er zu den regelmäßigen Gebetszirkeln seiner Mutter mitgenommen wurde. Tatsächlich muss ihm das Gemurmel des Ave Maria und des Vater Unser schon zu Ohren gekommen sein, als er noch in einer pränatalen Höhle den Bauch seiner Mutter wohnte. Beim Beten eines Rosenkranzes werden in bestimmter Abfolge verschiedene kleine Gebete gesprochen, die den 52 Perlen einer Kette zugeordnet sind. Die Art jedoch, wie Samapan den Rosenkranz zu beten lernte, ging über das einfache Rezitieren von Gebeten hinaus, insofern, als er sich währenddessen vor seinem inneren Auge Ereignisse aus dem Lesen Jesu empathisch vorstellte. Meist begann er mit den frühesten Ereignissen um die Zeit vor Jesu Geburt, der Verkündigung seines Erscheinens und seiner Geburt im Stall von Bethlehem. Dann setzte er seine Betrachtung mit den chronologisch folgenden Ereignissen fort, zum Beispiel der Taufe durch Johannes, der Bergpredigt, dem Wirken als Wunderheiler. Eine nach der anderen ließ Samapan diese biblischen Szenen vor seinem geistigen Auge erinnert werden, gab ihnen also Atmosphäre, Geruch, Geräusch, Temperatur. Diese Mischung aus Gebet und meditativer Betrachtung lag ihm sehr. Was er dabei entdeckte, war seine besondere Begabung, sich in andere Menschen hineinversetzen zu können. Er merkte auch, dass er auf diese Weise vieles über Jesus erfahren konnte, das nicht unbedingt in der Bibel stand. Besonders aber liebte er es zu merken, dass Jesus für ihn mehr und mehr spürbar wurde. Jesus als Mensch aus Fleisch und Blut. Dies war der Anfang von seiner vertrauten Beziehung zu Jesus Christus, von dem er später sagen würde, ich kenne ihn von innen. Ich überspringe jetzt die Militärzeit, weil da ist er von der Priesterschule direkt ins Militär. Weil ich nur ein paar schöne Sachen aus den spirituellen Geschichten, die ja später vor allen Dingen kamen, lesen möchte. Wir springen jetzt etwas später, ich glaube, das war so, ich schätze mal so 1968, 70, sowas. Da hat er studiert, und zwar hat er ja Psychologie studiert und Soziologie. In der Abendschule, während er tagsüber gearbeitet hat, als Gasinstallateur. Und da hat er auch, also durch das Studium von Karotschas hat er natürlich ja Kontakt mit Selbsterfahrungsgruppen gemacht und natürlich dann auch später mit spirituellen Selbsterfahrungsgruppen. Dies war auch die Zeit, in der die Selbsterfahrungsgruppen erfunden wurden.
Leute kamen zusammen, um gemeinsam Erfahrungen zu machen und trennten sich wieder, genauso herzlich wie unverbindlich, genauso beschenkt wie verwirrt. Die Idee, als Paar zusammenzuleben, wurde in dieser Zeit in vielen Szenen vollkommen unmodern. Und in den neuen alternativen Wohngemeinschaften lebten die neuen Menschen zusammen wie Indianerstämme am Amazonas oder so. Hier gab es fast keine privaten Bereiche mehr und man schlief mal hier, mal dort, mal mit jenem, mal mit diesem, mal mit jenem. Dabei konnte es schon mal vorkommen, dass man als Frau morgens neben einem Mann im Bett aufwachte und beiläufig gefragt wurde: Hey Baby, wie war doch mal dein Name? Wenn man sich traf, in der Küche oder auf den bunten Matratzen im Wohnzimmer, gab es viel zu berichten, Ideen zu teilen, sodass man gar nicht wusste, wo man anfangen sollte und was interessanter war. Friedensdemonstrationen, politische Kader, Meditationsgruppen, Drogenerfahrungen oder therapeutische Selbsterfahrungsgruppen. Ja, diese neuen Selbsterfahrungsgruppen hatten etwas von einem Abenteuerspielplatz für Erwachsene. Und selbst die neuesten Folgen von der Serie Star Trek, Raumschiff Enterprise, die Abenteuer von Captain Picard im Weltraum, wirkten bisweilen langweilig gegenüber dem, was sich zu dieser Zeit im Hier und Jetzt auf der Erde abspielte. Auch die Cowboys der Serie Bonanza konnten niemanden davon abhalten, zu diesen Gruppen zu gehen. Denn was waren schon die grauen Staubwolken hinter galoppierenden Pferden, wenn die farbigen, lebendigen Gefühle, die eine Selbsterfahrungsgruppe gegen die farbigen, lebendigen Gefühle, die eine Selbsterfahrungsgruppe aufwirbeln konnte? Was waren schon die gespielten Schreie der Männer und Frauen auf den Bildschirmen gegen die Schreie aus dem eigenen Mund, der eigenen Brust, wenn jede Zelle und jeder Knochen vibriert, mitschwingt, miterlebt, was ein essentieller, ursprünglicher Schmerzensschrei oder Freudenschrei ist? Selbst Tarzan konnte da nicht mithalten. Nicht, weil die Schreie Tarzans nicht existenziell genug waren, nicht schön genug. Oh doch, das waren sie, sehr sogar. Doch darum ging es nicht. Es ging um die persönliche, authentische Erfahrung von Gefühlen, unterstützt von anderen in der Gruppe, negativ oder positiv, das spielte keine Rolle. Das Unzensierte war das Sensationelle. Nicht kontrolliert, nicht repressiv zu sein, nicht intellektuell, sondern sinnlich. Alles auszudrücken, ohne zu bewerten. Das schien die heilsame Befreiung. Samarpan sagte: Wir glaubten, es sei die Wahrheit, weißt du. Es war wie eine neue Religion für uns. Wir glaubten, wenn wir unsere Gefühle nur ausdrücken würden, wenn sie nur einen Weg herausfinden aus dem Schweigen, aus der Verdrängung, aus der Scham, dann wäre das die Lösung all unserer Probleme. Die Gruppe gab uns die Freiheit und den geschützten Raum dazu. Wenn die Zeit in der Gruppe dann vorüber war, standen wir vor den gleichen neurotischen Situationen und nichts hatte sich geändert. Und dann nach einer kleinen Pause fügte er hinzu, denn wir hatten nicht gelernt, mit unseren Gefühlen Frieden zu schließen. Und während er das sagte, lag ein eigentümlicher Blick in seinen Augen, ein Blick zurück in eine Zeit, in der er etwas Wesentliches noch nicht verstanden hatte. Samarpan fand in den 60er Jahren schon früh Zugang zu therapeutischen Gruppen als Student der Psychologie an einer Universität im Süden Kaliforniens, hielt er sich quasi im Zentrum des Geschehens auf. Er sagt zwar manchmal, in seinem Leben hätte er nie etwas zu dem Zeitpunkt getan, an dem es angesagt war, sondern immer erst später, aber in dieser Hinsicht stimmt das nicht ganz. In Hinsicht auf Selbsterfahrungsgruppen war er ein Mann der ersten Stunde. Er war einer von jenen, die in den ersten Encounter-Gruppen auf Kissen einschlugen, bis die Federn flogen, weinten oder historische Anfälle bekamen, um später seufzend vor Glück in irgendjemandes Armen zu liegen.
Er war auch einer der Ersten, die sich auf die Suche nach dem ältesten Schmerz, den frühesten Verletzungen aus der Kindheit machten. Er befand sich unter jenen, die glaubten, wenn sie den ursprünglichsten aller Schreie schreien würden, hätten sie es geschafft. Samarkand sagte, ich habe viel geschrien und anderen beim Schreien zugehört. Ob es geholfen hat, keine Ahnung. Doch eines scheint fast sicher, die anschließenden, erschöpften bis erleichterten Umarmungen hat er bestimmt immer genossen. Ich bin ein bisschen nicht viel, wie viel haben wir jetzt? Wir haben jetzt 20 Minuten, ach du Liebe. Ich kann das ganz schlecht beeinflussen. Aber ihr habt noch so die Ohren, ne? Können wir noch ein bisschen zuhören, oder? Weil ich würde echt noch gerne was von den Satori. Man hatte ja einen heftigen Satori, sonst war es ungefähr 76. Ich habe das jetzt wieder schon alles vergessen. Also zwischen dem Satori und seiner späteren Erwachens lagen dann 20 Jahre. Das mit dem Satori, da würde ich gerne einfach länger anfangen vorher. Mal gucken, wie weit wir kommen. Und während in Indien die heiligen Kühe wie seit Jahrtausenden langsam durch das Land pilgerten, schrieb Samarpan im südlichen Kalifornien den Titel eines Buches auf ein Stück Papier. Eine Freundin aus dem therapeutischen Umfeld hatte ihn im Laufe des Gesprächs darauf aufmerksam gemacht. Mit dem Buch unter dem Arm machte er sich dann so dann auf den Heimweg. Und es dauerte nicht lange, da fand er sich in seinem Sessel liegend wieder. Also der hatte so einen Sessel, das war so ein, der heißt Lazy Boy Recliner. Das sind so Sessel, die kann man mit so einem Hebel, dann liegt man dann plötzlich. Das war so sein Lieblingssessel. Also der hatte diesen Sessel, ein Wasserbett und noch so einen Tisch in seiner Wohnung, mehr war da nicht. Sehr spartanisch. Also deswegen schreibe ich hier im Sessel liegend wieder. Er rauchte einen kleinen Joint mit Cannabis darin, während das Buch noch ungeöffnet neben ihm auf dem Tisch lag. Niemand rief an. Alles schien auf eine Art zur Ruhe gekommen und erledigt zu sein. Er saß da und betrachtete die langgestreckten Nebelbänke, die der Rauch des Joints in das Zimmer zauberte. Dann nahm er das Buch zur Hand, schlug es auf und begann zu lesen. Sein Blick wanderte entlang der Zeilen, hielt an, pausierte einen Moment, wanderte dann weiter, pausierte wieder und irgendwann schlossen sich seine Augen. Eine ganze Weile lang passierte nichts. Die Zeit verging. Irgendwann klingelte leise das Telefon und es veranlasste ihn aufzustehen. Seine Geliebte war am anderen Ende der Leitung und ihre Stimme klang seltsam zart. Sie sprachen nur kurz, sie verabredeten sich und als er den Hörer wieder aufgelegt hatte, bemerkte er die ungewöhnliche Atmosphäre, die sich in seinem Zimmer ausgebreitet hatte. Er sah das offene Buch auf dem Tisch liegen und wusste, dass zwischen der Stimmung und dem Lesen des Buches eine Verbindung bestand. Später, als er dann wieder nach Hause kam, zog es ihn unwillkürlich wieder in seinen Sessel. Er nahm das Buch, schlug es auf und es dauerte nicht lange, da schlossen sich seine Augen absichtslos. Wie von einer unsichtbaren Kraft gezogen, führte es ihn nach innen. Derweil sah es aus, als ob er schliefe. Alsbald jedoch öffnete er seine Augen wieder und las weiter. Eine Seite vielleicht oder zwei. Und als er dann zufällig aufschaute und in den Raum blickte, bemerkte er abermals jene geheimnisvolle Atmosphäre, jene zarte Anwesenheit,
wie ein Duft. Das Buch schien aber sogleich wieder um seine Aufmerksamkeit zu bitten und er ließ es geschehen. Bald schlossen sich seine Augen erneut für eine, für fünf, für 10 Minuten. So ging das weiter. Lesen, versinken, lesen, versinken. Er wusste nicht, wie lange es jeweils dauerte, bis er aus einer Versenkung wieder auftauchte. Es kam ihm manchmal kurz, wie Sekunden vor. Jedoch, wenn er zufällig auf die Uhr schaute, stellte er fest, dass es lange gewesen war oder umgekehrt. Auch wusste er nicht, was eigentlich mit ihm passierte, während er sich diesen Einladungen überließ. Doch wenn er seine Augen wieder öffnete, war es ihm, als habe ihn etwas genährt und er fühlte sich frisch und aufgeladen. Samapan weidete sich an Osho. Und dieses Buch, es enthielt nicht nur Wörter und Sätze, nicht nur Belehrungen, intelligente und weise, es enthielt den Zauber der Blumen. Kein Wunder, wenn es von nun an immer in seiner Nähe zu finden war. Es lag neben seinem Bett, dann wieder auf dem Tisch, dann wieder neben seinem Bett, dann auf dem Beifahrersitz seines Autos und es verging kaum ein Tag, an dem er nicht wenigstens für kurze Zeit hineinschaute. Eines Tages, als er wieder einmal gemütlich in seinem Sessel saß, landete eine Fliege auf seinem Arm, flog weg, landete auf seinem Knie. Er schlug das Buch auf und diesmal schien die Stimme Oshos ganz persönlich zu ihm zu sprechen. Tantra ist Zulassen mit Bewusstheit. Du kannst alles nutzen, was du bist, all deine Energien und Gefühle, ausnahmslos. Tantra kennt kein Gut und kein Schlecht, keine Bewertung. Du kannst alles nutzen, was in dir auftaucht, um es zu transzendieren und über dich hinauszuwachsen. Und auf einer anderen Seite des Buches, für Tantra kannst du deine sexuelle Energie nutzen, sie verfeinern. Es ist deine Energie. Doch du kannst sie nur verstehen, wenn du in sie hineingehst. Und nur so. Wenn dir die Blumen des Sex Schuldgefühle machen, dann gehst du zwar durch einen wundervollen Garten, aber du tust es mit geschlossenen Augen und wie von einer tiefen, wahnsinnigen Hast getrieben. Nur wieder raus aus dem Garten. Wie kannst du da bewusst bleiben? Und an einem der nächsten Tage? Akzeptiere dich, egal wie du bist. Nur durch totales Akzeptieren kannst du wachsen. Akzeptiere alles und gehe mit jeder Energie in tiefer Sensibilität, Bewusstheit, Liebe, Einsicht. Und vor allem kämpfe nicht. Wenn du zum Beispiel wütend bist, sei aus vollem Herzen wütend. Und sei bewusst dabei, sei bewusst und sei wütend. So wird die Wut durch deine Bewusstheit transformiert und es entsteht echtes Mitgefühl. Wenn du jedoch gegen die Wut ankämpfst, dann hat auch das Mitgefühl keine Chance. Samapans Lesen war zugleich ein Trinken, ein Schmecken und ein Berühren. So, nun kann man nicht gerade sagen, dieses spezielle Buch sei als Einführung für Anfänger auf dem spirituellen Weg geeignet gewesen. Tantra ist nicht leicht zu verstehen, man kann es nur im Herzen verstehen. Im Buddhismus gehört Tantra auch zu den geheimen Belehrungen, die nur fortgeschrittenen Schülern erteilt werden. Buddhisten sagen, man serviert kleinen Kindern ja auch keinen Schnaps oder lässt sie Flugzeuge führen. Wie auch immer, Samapan konnte gut mit dem Herzen verstehen, außerdem hatte er sich seit frühester Kindheit in spirituellen Übungen geschult. Doch noch ein anderer Aspekt seiner Persönlichkeit kam ihm zugute, als er die magische Welt des Tantra betrat, seine ausgeprägte praktische Ader. Seine wirklich bezogene, bescheidene Qualität hat ihn, besonders zu dieser Zeit, darin unterstützt, die Verbindung zur Erde nicht zu verlieren und die Verbindung zur Realität zu verstärken. Dies war insofern nicht unerheblich, da schon bald spirituelle Erfahrungen auf ihn zukamen, die über das, was man gemeinhin Wirklichkeit nennt, deutlich hinausgehen. Und es war besonders eine Erfahrung, die auf ihn zukam,
und die sein Leben für immer verändern würden. Sie stand wie ein Polarlicht am Horizont seines gesamten bisherigen spirituellen Lebens. Er bewegte sich ahnungslos direkt darauf zu. Eines Tages verabredete er sich mit seiner Geliebten, mit jener Frau mit dem Namen einer schönen Blume. Auch für sie schien es eine ganz normale Verabredung zu sein. Das Einzige, was sie vielleicht davon erwartete, obwohl völlig normal und selbstverständlich, waren mehrere sexuelle Höhepunkte. Multiple Orgasmen gehörten zu den Abenteuern ihres Lebens im wilden Blumengarten ihrer freien Liebe mit Sommermann. Als sie sich an diesem Nachmittag trafen, rauchten sie zunächst einen Joint. Bevor sie dann begannen, sich zu lieben, entschieden sie sich zu etwas Besonderem, zu einem Experiment. Auf die Idee dazu hatte sie einen Artikel aus einer psychologischen Fachzeitschrift gebracht, den sie untereinander ausgetauscht hatten. Es ging darum, wie könnte es auch anders sein, um eine Forschungsreihe über Sexualität. Bei wissenschaftlichen Versuchen hatte sich unter anderem herausgestellt, dass die Intensität sexuellen Empfindens sich besonders bei jenen Testpersonen um ein Vielfaches steigerte, die wegen der vielen Kabel und Elektroden kaum in der Lage gewesen waren, sich zu bewegen. Fazit: Eine beinahe meditative Bewegungslosigkeit beim Sex führt offenbar zu wesentlich intensiveren Orgasmen. So kam es, dass Sommerbrand sich an diesem Nachmittag beim Liebesspiel so gut wie gar nicht bewegte. Von außen betrachtet könnte es so ausgesehen haben, als ob er träumte oder ohnmächtig sei. Es fehlte ihm jedoch nichts. Alles, was er brauchte, war vorhanden und unterstützte ihn in diesem Moment. Seine Geliebte, die Musik, die Temperatur, die Atmosphäre, die weichen Kissen, das gedämpfte Licht und der sichere, geschützte Raum, wo sie sich befanden. Intensive sexuelle Gefühle ließen ihn alsbald in seine Mitte fallen. Kraftvoller und sehnsüchtiger als je zuvor zog es ihn nach innen. Vertrauend, ohne etwas zu tun oder zu wollen, ließ er es geschehen. Die Zeiger der Uhren hatten sich um ein großes Stück weiter gedreht, seit die beiden sich in jeden Raum zurückgezogen hatten. Von außen hätte man das Geschehen kaum wahrnehmen können, doch in dieser Zeit, in diesen ein oder zwei Stunden, passierte etwas unbeschreiblich Schönes. Als Samarkand irgendwann seine Augen wieder öffnete, fand er sich und seine Umgebung völlig verändert vor. Die Wände, die Stühle, die Gardinen, die Kissen, alles schien aus sich selbst heraus zu leuchten, wie aus Licht gewebt zu sein. Wow, was war das? Die Qualität der Farben, der Formen, der Geräusche war klarer, feiner, lebendiger, so als sei ein Filter oder eine Maske entfernt worden. Er war berührt. War das ein Traum? Träumte er vielleicht? Keineswegs. Zunächst versuchte er aber, seiner Geliebten zu erklären, was in ihm vorging, indem er ihr beschrieb, was er sah und fühlte, doch sie verstand ihn nicht wirklich und ließ ihn alsbald allein. Da konnte er sich seinem ungewöhnlichen Bewusstseinszustand ungestört überlassen und ihn erkunden. Als erstes bemerkte er staunend, dass es keine Geheimnisse mehr gab. Nichts, das er hätte fragen wollen, nichts, das sich ihm zu verbergen schien. Die großen Mysterien des Universums offenbarten sich in diesem Moment und er musste noch nicht einmal darüber nachdenken. Das Wissen war vielmehr Teil des natürlichen Zustandes, wie Feuer, Wasser, Luft oder Erde. Klar und so unendlich einfach. So simpel hätte er sich umfassende Erkenntnis niemals vorgestellt. Nach einiger Zeit begann er sich Notizen zu machen, um festzuhalten, was ihm offenbart wurde, denn er wusste, dass dieser Zustand nicht für immer anhalten würde. Er ging davon aus, dass es nur einige Stunden, ein paar Tage vielleicht dauern würde, bis sich alles wieder normalisierte. In einem visuellen Gleichnis, das sich in einem lucidem Traum offenbarte, sah er sich selbst, wie er
auf dem weichen, rutschigen Untergrund nach oben zu kommen. Als ihm schließlich klar wurde, dass seine Anstrengungen vergeblich waren und er es nicht schaffte, hinauszukommen, gab er es auf. Seine Kräfte und sein Mut verließen ihn und er wusste nicht weiter. Just in diesem Moment geschah es, dass sich ein Weg öffnete. Dieser Weg öffnete sich jedoch überraschenderweise nach unten. Ganz leicht, indem er alle Anspannung losließ, glitt er nach unten und befreite sich so aus dem Gefängnis. Samapan sagte, der Weg hinaus ist der Weg hinein. Wenn man sich aus einer Situation befreien will, muss man sich nur vollständig in sie hineinbegeben. Und man muss es aufgeben, ihr entkommen zu wollen. Benommen und überwältigt von seinen Visionen, Erkenntnissen und Wahrnehmungen, verbrachte er viele Stunden. Er schrieb, meditierte, lachte, feierte, war dankbar und glücklich und alles zugleich. Als es ihn spät in der Nacht noch nach draußen zog, bemerkte er noch etwas anderes, die Nacht, in welche er da hinaustrat. Eine solche hatte er noch nie erlebt, denn er konnte ja alles sehen. Selbst die Dunkelheit war lichterfüllt. Bäume, Straßen, Häuser, Autos leuchteten klar und rein. Tatsächlich erlebte Sonnenbrand gerade Satori und vor allem in den ersten Stunden und Tagen muss es überwältigend gewesen sein. Vielleicht so, als sehe man nach langer Blindheit zum ersten Mal die Sterne, zum ersten Mal hinaus ins unfassbar schöne Universum. Ich glaube, ich weiß es nicht, soll ich noch weiterlesen, aber ich glaube, es ist das. Also Samapan ist einer meiner spirituellen Lehrer. Und ich hätte nie gedacht, dass es 5 Jahre dauert, ehrlich gesagt. Ich habe das unterschätzt, was für ein Aufwand das ist, was für eine Energie das erfordert. Ich hab schon andere Bücher geschrieben, also es ist nicht mein erstes Buch gewesen. Und was mich dazu bewogen hat, das Buch zu schreiben, war, dass ich war in einer sehr schwierigen Situation und ich habe diese Stimme gehört, die hat gesagt, du könntest doch dieses Buch schreiben. Und ich habe das lange ignoriert, also ein paar Wochen, weil ich mich dazu nicht in der Lage fühlte und auch eigentlich dachte, ich könnte das nicht. Ich habe noch nie so einen langen Text geschrieben vorher. Und dann habe ich irgendwann, aber doch, weil irgendwie hat sich das so angefühlt, als wollte ich jetzt doch vielleicht Samapan fragen, was er davon hält. Und er fand das gleich total gut. Und dann haben wir halt angefangen, das zu machen. Wenn man so ein Buch anfängt, kriegt es so eine Eigendynamik. Ne? Wenn man einmal angefangen hat, ist es wie so eine Schwangerschaft. Da kann man nicht einfach sagen, jetzt höre ich aber mal auf oder so. Man muss das dann auch austragen. Deswegen, es hat
Also es gab Höhen und Tiefen bei dem Projekt und alles, was man sich so denken kann. Wir haben uns gestritten, Samantha und ich zum Teil, ja. Also es war nicht alles so Friede, Freude, Eierkuchen, aber das gehört einfach dazu, ne? So was mal. Hat das deine Frage beantwortet jetzt? Ja, ich hätte noch eine Anschlussfrage sozusagen. Wie hat es dich verändert, diese Arbeit an dem Buch? Also ist dein innerer Wachstum mit verbunden gewesen oder ist ein Stück Leben 5 Jahre? Das hat ja was mit dir gemacht, vermute ich jetzt. Wie das Buch mich verändert hat, weiß ich nicht. Also ich habe bestimmt schreiben gelernt, ein Stück weit. Also auch lange Texte schreiben gelernt. Ich fühle mich sicherer jetzt mit Schreiben, wo ich gar nicht weiß, ob ich noch weiter schreibe. Also das muss auch wirklich dann auch kommen. Ne? Also so, wo kommt dann auch? Das kann man, also ich kann zumindest kann es nicht übers Knie brechen. Ich habe in der Zeit ganz intensive Erfahrungen gemacht, die jetzt nicht direkt mit dem Buch zu tun hatten. Ich hatte eine ganz, ganz starke Lebenskrise. Da konnte ich ein Jahr auch nicht schreiben. Insofern habe ich mich in den 5 Jahren unheimlich verändert, während ich das Buch geschrieben habe. Aber es hatte nicht unbedingt immer direkt mit dem Buch, also nicht unbedingt mit dem Buch zu tun. Danke. Ja, meine Frage geht in die gleiche Richtung. Hat sich dein Verhältnis zu Samaran geändert im Laufe des Buches oder des Schreibprozesses? Ja, es ist ein Stück weit mehr Mensch geworden. Also ich hatte ja schon vorher viel Kontakt mit Samaran, weil ich auch Schneiderin bin. Ich habe eben auch seine Hemden gemacht und so. Und hatte dann auch immer so persönlichen Kontakt mit ihm. Insofern war das jetzt nichts Neues. Ne? Aber, es ist so wie in einer Beziehung. Am Anfang findet man jemanden, findet man jemanden toll, wenn man ihn dann länger kennenlernt, dann weiß man eben auch seine Schwächen. Ne? Man kennt seine Schwächen, oder, weil deswegen liebt man ihn jetzt nicht weniger, aber es ist ein anderes Verhältnis. Es ist für mich im Moment so ein Stück weit distanzierter auch. Aber das hat nicht unbedingt mit dem Buch zu tun, weil ich Gangaji getroffen habe. Dankeschön. Ja, ich danke euch.